Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an von Jamul und Nico Santos Fastlane. Ich bin sehr, sehr gespannt. Krasse Kombo auf jeden Fall. Hätte ich überhaupt nicht gerechnet mit so einem Feature. Nico Santos ist jetzt nicht so unerfolgreich, sagen wir mal. Jamul natürlich auch nicht, aber ist schon ein interessantes Feature auf jeden Fall. Ich denke, das könnte ein absoluter Hit werden. Video sieht schon mal sehr nett aus auf jeden Fall. Wir schauen mal rein. Let's do it, Freunde. Mixu. Mixu, MacLoud, was für ein Beat. Mixu, MacLoud. Ich nehm sie mit, als ein Provokateur auf ihrem Slip. 25.000 Euro für einen Chip. Festlegen, ja, von 0 auf 100, nie wieder zurück. Okay, es wird natürlich, wie gesagt, also ich gehe davon aus, das könnte wirklich ein krasser Hit werden, weil die Combo halt eher Richtung jetzt Mainstream-Hit geht, so ohne das negativ zu meinen, so, aber er hat sich halt hier einen absoluten krassen Pop-Künstler geholt, sage ich mal, noch als Feature. Jamul geht ja eher noch teilweise in Richtung Pop und New-Schooliger, so, aber ich feiere Jamul einfach komplett und Nico Santos kann man sich tatsächlich auch ganz gut anhören, finde ich, also von daher freue ich mich einfach auf den Song. Klingt auf jeden Fall schon mal direkt relativ fresh, Alter. Video sieht auch Bombe aus. Ich bin bis jetzt überzeugt, aber hören wir erstmal rein. Ist das verrückt? Ja. Ich nehme sie mit. Arsch und Provokateur auf ihrem Slip. 25.000 Euro für einen Chip. Festlegen ja von 0 auf 100, nie wieder zurück. Ist das verrückt? Hey, bist du noch? Da ist er wieder. Am Start, schicke Sonnenbrille wieder. Nice. So, also Hook finde ich ganz nice, beziehungsweise Refrain finde ich ganz nice. Gefällt mir gut. Hör mal Jamuls Part, Alter. Hey, bist du noch wach? Und wenn ja, hol ich dich ab. Ich hol dich ab. War auch geiler Song, ne? Ich hol dich ab, fand ich auch mega nice. Gerade so dieses Ende nochmal mit der Gitarre da, das catcht mich jedes Mal wieder. Hol ich dich ab. Mitternacht, Liebe in meinem Handschuhfach. Sie will nur mein Guap, doch ich find mich damit ab. Hey, glaub mir, Liebe ist käuflich, gib zu viel Geld aus. Ist käuflich, gib zu viel Geld aus. Nimm sie mit nach L.A. und kaufe ihr LV. Sie sieht nicht wie eine 10, sondern wie eine 11 aus. Sieht nicht wie eine 10, sondern wie eine 11 aus. Er gönnt sie auf jeden Fall. Klingt vom Sound her sehr fresh, muss ich sagen. Also eigentlich alles, was Jamul macht, ist einfach gute Musik. Ja, der Junge hat es einfach raus. Krankes Signing von PA auf jeden Fall. Genau wie 40 jetzt. Gehen beide durch die Decke, Mann. Also PA hat einfach Labelgeschäft, hat PA einfach komplett drauf, ne? Sie sieht nicht wie eine 10, sondern wie eine 11 aus. Sie will nicht nur die Sterne, sie will den Weltraum. 3 Uhr Mittag und wir wachen im Hotel auf. Madman, Kopf ist gut. Ich find's nice, wie er seine Songtitel so ein bisschen noch unterbringt hier teilweise, das feier ich. Klingt einfach fresh, so, ne? Klar, hat jetzt nicht mehr viel mit Oldschool-Rap zu tun oder so, aber war ja vorher abzusehen. Weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt gerade groß erwähnt habe. Hören wir einfach weiter. €100.000 nur für einen Trip. Ist das verrückt? Ich nehm sie mit. Ja, wie gesagt, es war mir eigentlich, also die Richtung, in die der Song gehen würde, war mir bei der Combo, als ich sie gelesen habe, eigentlich klar. Es geht auch genau in die Richtung, die ich mir gedacht habe. Es klingt aber auch einfach gut. Es ist einfach nice produziert. Es ist einfach ein guter Song, ne? Das wird safe in die Spotify-Charts knallen halt, ne? 100%. Ist das verrückt? Ich nehm sie mit. Arsch und Provokateur auf ihrem Slip. 25.000 Euro für einen Chip. Festlegen ja von 0 auf 100, nie wieder zurück. Ist das verrückt? Ja. Ich nehm sie mit. Arsch und Provokateur auf ihrem Slip. 25.000 Euro für einen Chip. Festlegen ja von 0 auf 100, nie wieder zurück. Ist das verrückt? Also ich muss sagen, von Nico Santos die Stimme, ich feiere die einfach, ne? Der hat einfach eine geile Stimme. Auch die Songs, die er sonst so hat und
die auch mit Lena teilweise, die sind einfach gut. So, ob das jetzt Musikgeschmack von jedem, von einem ist, so muss man halt selber wissen, aber die Songs sind einfach gut. Der Typ hat eine kranke Stimme, kann mega gut singen. Die Kombo hier mit Jamule, der sowieso einen freshen Sound bringt. Also kranke Kombo, geiler Song, so. Mega gut produziert auch, Beat sehr nice, auch mal wieder Props für die Produzenten auf jeden Fall, Props fürs Video, einfach alles insgesamt ein Bombenprodukt, so, was willst du sagen, ne? Ist das verrückt? Das hier wird kein Picknick, das hier wird ein Trip mit Jumbo the Kid und ich schwör, ich mach dich glücklich. Wir zwei auf dem Rücksitz, ignorier das Blitzlicht, die Scheiben sind blickdicht und sie singt mein Hit mit. Sie mag. Ich würde mich nicht wundern, wenn YouTube das Video auf 18 knallt. Muss ich euch auch mal eben sagen. Und sie singt mein Hit mit. Ha, sie mag Kicks XL und doch Guapa Dissivir. Sagt, sie ist kein Fan, doch kennt alle meine Lieder. Aber ist nicht schlimm, noch ein Shot von dem Tequila. Und wir beide fangen an, uns zu verlieren. Ich nehm sie mit. Ja, ist halt komplett auf Sommerhit, ne? Komplett auf Sommerhit ausgelegt. Kann man sich gut geben, finde ich. Ich nehm sie mit. Agent provocateur auf ihrem Slip. 25.000 Euro für einen Chip. Fastlane, ja von 0 auf 100, nie wieder zurück. Ist das verrückt? Yeah. Ich nehm sie mit. Agent provocateur auf ihrem Slip. 25.000 Euro für einen Chip. Fastlane, ja von 0 auf 100, nie wieder zurück. Ich finde dieses Kratzige bei ihm halt ganz geil. Dieses Fastlane, wenn das so schön kratzt in seiner Stimme, klingt er einfach gut, ne? Festlegen, ja von 0 auf 100, nie wieder zurück. Ist das verrückt? Guter Song. Naja, ist jetzt, wie gesagt, für Leute, die jetzt einfach so aus dem, gerade die Leute, die ein bisschen eher so aus dem alten Hip-Hop-Rap-Jargon kommen, das ist halt nicht mehr das. Es ist halt was Neues, was anderes. Aber ich höre auch andere Musik. Ich finde, das ist ein guter Song. Gute Kombo, alles mega gut produziert. Einfach freshes Ding, was safe in den Charts oben landen wird. Hundertprozentig. Deswegen ein bisschen Supporter lassen für die Künstler, Leute, ihr wisst Bescheid. Song überall streamen, Link zum Original natürlich auch wie immer ganz oben in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag, Leute. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.